Zur Veröffentlichung von Typo3 NEOS 1.0 möchten wir Ihnen in diesem Video zeigen, wie schnell und einfach Sie mit NEOS Internetseiten erstellen und bearbeiten können. Melden Sie sich an, indem Sie an Ihre Domain -NEOS anhängen und Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort eingeben. Die Verwaltungsansicht Ihrer Webseite öffnet sich, das sogenannte Backend. In Typo3 NEOS sehen Sie hier, umgeben von Verwaltungselementen, den Inhalt Ihrer Website, so wie er den Besuchern dargestellt wird. Schon können Sie anfangen, Inhalte nach Belieben zu ändern. Sie sehen direkt, wie Ihre Änderungen tatsächlich aussehen werden, während Sie diese erarbeiten. Beim Editieren von Text können Sie die Elemente zur Textformatierung verwenden, die sich über dem Inhalt befinden. Wenn Sie einen Link setzen möchten, markieren Sie zuerst den Text und klicken Sie dann auf das Link-Symbol über der Seite. Wollen Sie einen Link auf eine Ihrer eigenen Seiten setzen, dann geben Sie einfach die Anfangsbuchstaben der Zielseite ein und klicken Sie auf den zutreffenden Eintrag in der Autovervollständigung. Um eine Vorschau der Änderungen in voller Größe zu betrachten, schalten Sie mit dem Knopf rechts über der Seite vom Bearbeitungsmodus auf Vorschau um. Alle Ihre Änderungen werden gespeichert, sind aber vorerst für Ihre Besucher noch nicht sichtbar. Besucher sehen weiterhin die unbearbeitete Seite. Erst wenn Sie die Änderungen durch einen Klick auf Publish veröffentlichen, können Besucher Ihrer Website sie sehen. Auf diese Weise können Sie sich erst ein vollständiges Bild Ihrer Änderungen machen und diese dann, wenn Sie damit zufrieden sind, veröffentlichen. Alternativ können Sie auf den Pfeil neben Publish klicken und für Auto-Publish einen Haken setzen, damit alle Änderungen, die Sie machen, sofort veröffentlicht werden. Wollen Sie nur selektiv Änderungen veröffentlichen oder Änderungen auf verschiedenen Seiten gleichzeitig freigeben, klicken Sie auf Workspaces. Hier können Sie auswählen, welche Ihrer Änderungen veröffentlicht werden sollen. Bestätigen Sie durch Publish Selected Changes. Zurück zum Bearbeitungsmodus gelangen Sie, indem Sie die Maus über das Menüsymbol in der oberen linken Ecke halten und im auftauchenden Menü auf den Namen Ihrer Website klicken. Nun möchten wir eine neue Seite erstellen. Wenn Sie den Seitenbaum auf der linken Seite noch nicht sehen, klicken Sie auf Navigate, um ihn zu öffnen. Gehen Sie dann auf das Plus über dem Seitenbaum. Wählen Sie im auftauchenden Dialog Page und geben Sie anschließend einen Seitentitel ein. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste. Die Seite wurde erstellt. Wählen Sie die neue Seite nun im Seitenbaum aus. Um den Aufbau der Seite festzulegen, benötigen Sie den Inspektor. Wenn Sie den Inspektor auf der rechten Seite noch nicht sehen, klicken Sie auf das untere Pfeilsymbol rechts über der Seite. Unter Layout for this page only können Sie den Aufbau für diese Seite bestimmen. Bestätigen Sie mit Apply. Als nächstes erstellen wir ein paar Inhaltselemente. Dort, wo wir Inhalte einfügen können, befindet sich ein leeres Rechteck. Klicken Sie da rein,
erscheint ein Plus. Klicken Sie auf das Plus und wählen Sie im auftauchenden Dialog die Art des Inhalts, den Sie einfügen möchten. Wir nehmen Headline. Nach der Überschrift möchten wir einen Text mit Bild platzieren. Klicken Sie dazu wieder auf das Plus und nehmen Sie diesmal Text with Image. Der Einfachheit halber füge ich hier einen Text aus der Zwischenablage ein. Um Ihr eigenes Bild von Ihrer Festplatte zu verwenden, benutzen Sie den Knopf Choose Image im Inspektor. Wählen Sie das Bild und klicken Sie auf Upload. Ist das Bild bereits hochgeladen, klicken Sie auf Media und selektieren Sie es dort. Das Bild soll rechts ausgegeben werden mit einer Breite von 200 Pixeln. Um einen Bildausschnitt zu wählen, können Sie die Funktion Crop benutzen. Damit Änderungen im Inspektor angewandt werden, bestätigen Sie mit Apply. Typo3 Neos baut auf den Erfahrungen von Entwicklern und Anwendern mit dem seit über 10 Jahren weltweit genutzten Enterprise CMS Typo3 auf. Neos bietet daher schon seit seinem Start attraktive Möglichkeiten. In den nächsten Monaten und Jahren soll sein Funktionsumfang weiter ausgebaut werden. Ob man für ein anstehendes Webprojekt Typo3 Neos oder das bewährte Typo3 CMS nutzt, hängt von den Anforderungen im Einzelfalle ab. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weitere Informationen finden Sie unter neos.typo3.org.